Lasst euch auch nicht von meinen komischen Haaren hier ablenken. Ich habe irgendwie versucht, meine Haare aus dem Weg zu kriegen. Keine Ahnung, egal. Hi Leute, wie geht's? Heute gibt's ein neues Video zum Thema Tattoos und Piercings. Und zwar bekomme ich echt viele Fragen zu dem Thema, obwohl ich eigentlich ja nicht so der offensichtliche Tattoo- und Piercing-Typ bin. Vor meinem Haus ist leider eine Baustelle, was mich mega abkotzt. Auf jeden Fall fangen wir mit meinen Tattoos an. Und zwar wollte ich euch einfach mal die Tattoos zeigen, die ich habe. Ich habe zwar nur zwei, aber ich bekomme trotzdem sehr viele Fragen dazu. Und deswegen dachte ich, haben wir das in einem Video dann erstmal abgeklärt. Und ja, ich habe zwei Tattoos, nur zwei kleine Tattoos, aber die zeige ich euch jetzt. Und zwar ist das neueste hier. Und zwar sind das so drei kleine Herzen nebeneinander. Ich habe mir das in Neuseeland stechen lassen. Das Tattoo ist voll spontan entstanden und dadurch habe ich auch gelernt, dass es immer besser ist, sich vorher über den Tätowierer zu informieren. Nach zwei Tagen ist die Tinte, also die Farbe unter meiner Haut so ein bisschen ausgelaufen. Ihr könnt das sehen, dass es hier dicker ist und hier dünner. Und generell hat er das auch nicht sehr sauber gestochen. Das liegt daran, weil er, glaube ich, zu tief gestochen hat und dadurch ist die Tinte irgendwie nach zwei Tagen unter meiner Haut verlaufen. Das fand ich jetzt nicht so cool, muss ich sagen, aber ich habe schon viele gehört, die gemeint haben, dass es eigentlich so ganz cool aussieht, wenn es von dünn zu dick wird. Aber naja, auf jeden Fall, das ist die Story zu dem Tattoo und das steht für mich und meine zwei Geschwister. Und ja, mein erstes Tattoo habe ich am Fußknöchel und zwar ist es ein Yin und Yang Zeichen, dazu habe ich auch ein Video gemacht, verlinke ich euch nochmal in der Infobox, da könnt ihr sehen, wie ich mir das habe stechen lassen. Ich glaube, ich muss das irgendwann mal nachstechen lassen, weil die Farbe, glaube ich, so ein bisschen rausgegangen ist. Auf jeden Fall, ja, finde ich das sehr, sehr schön, gefällt mir immer noch voll gut und das erinnert mich immer so an meinen Vater. Ich glaube, ich habe noch nie über die Bedeutung gesprochen, aber das Tattoo erinnert mich auf jeden Fall an meinen Vater, weil ich das Zeichen schon seit meiner Kindheit immer mit meinem Vater verbunden habe und an sich finde ich die Bedeutung von dem Yin und Yang Zeichen auch sehr schön. Und ja, das ist mein erstes und ältestes Tattoo. Natürlich tut es ein bisschen weh, wenn man sich ein Tattoo stechen lässt, weil ich meine, ein frisches Tattoo ist ja eine Wunde in der Haut sozusagen. Ich denke aber immer so, ihr solltet das nicht vom Schmerz abhängig machen, ob ihr euch jetzt ein Tattoo stechen lasst oder nicht. Aber bei meinen kleinen Tattoos, da bin ich einfach hingegangen und habe es mir halt machen lassen, ohne groß über den Schmerz nachzudenken. Ich meine, beide Tattoos haben jetzt auch nicht lange gedauert, also halbe Stunde, 15 Minuten oder so, deswegen ging das auch vollkommen. Wenn man jetzt so ein riesiges Tattoo bekommt, okay, dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber für meine beiden kleinen Tattoos kann ich jetzt so sagen, für mich, dass es auf jeden Fall auszuhalten ist. Das war es jetzt auch schon mit den Tattoos und ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu Piercings. Und natürlich habe ich wie fast jedes Mädchen, glaube ich, zwei Ohrlöcher links und rechts. Ich glaube, ich lasse mich hier noch oder hier noch ein zweites Ohrloch stechen. Aber auf jeden Fall habe ich erstmal zwei Ohrlöcher, wo gerade keine Ohrringe drin sind, warum auch immer. Und falls ihr mir auf meinen Social-Media-Seiten folgt, dann habt ihr mitbekommen, dass ich mir einen Helix habe stechen lassen, hier. Diesen Helix habe ich mir vor einer Woche stechen lassen und ich dachte, ich rede jetzt einfach mal so darüber, was die Frau mir erzählt hat, wie das ablief. Ich bin auf jeden Fall zu diesem Piercing-Studio gegangen, habe gesagt, ich möchte gerne einen Helix haben. Sie meinte, alles klar, dann kommt mir nach hinten. Wir sind nach hinten gegangen, sie hat mein Ohr desinfiziert. Dann hat sie die Nadel genommen und ist einmal so richtig reingeballert. Nein, also sie hat es dann durchgestochen. Also wir haben noch vorher so gesagt, wo ich mein Piercing haben möchte, ist ja klar. Auf jeden Fall ging das richtig schnell und meiner Meinung nach hat es auch nicht wehgetan. Also klar, es hat gepiekst, aber wenn man jetzt nicht so super schmerzempfindlich ist, dann geht es auf jeden Fall. Obwohl ich auch weiß, dass es bei jedem anders ist natürlich. Und es ging richtig, richtig schnell. Ich glaube, nicht mal 5 Minuten hat das gedauert. Ich bin auf jeden Fall auch richtig zufrieden damit. Ich finde, es sieht echt schnieke aus und... Ja, jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen was zur Pflege. Ich habe mir das hier ganz vorbildlich alles aufgeschrieben für euch. Erstmal ist natürlich ganz wichtig, dass ihr das sauber haltet. Das ist eine Wunde und ja, wie bei jeder Wunde muss man darauf achten, dass keine Viren und Bakterien und alles da reinkommen. Deswegen sauber halten, am besten immer die Finger davon lassen. Keine unnötigen Berührungen. Am besten sollte man auch die Haare irgendwie nach hinten nehmen, also zum Zopf binden, wie ich das jetzt natürlich nicht gemacht habe. Rebelle und so. Ich gebe schon immer einen Fick drauf, was richtig ist. Wenn ihr das Piercing dann doch mal anfassen müsst, weil ihr es einfach nicht lassen könnt oder so. Nein, also dann desinfiziert auf jeden Fall mal eure Hände oder wascht sie sehr, sehr gründlich, damit alle Bakterien abgetötet werden. Und was auch wichtig ist, dass ihr nicht damit schwimmen geht oder in die Sauna und so. Aber ich denke, das kann man sich auch denken. Und dass ihr duscht, anstatt zu baden. Und beim Duschen solltet ihr auch darauf achten. Also ich mache es so, dass ich mir das Piercing mit so einer Frischhaltefolie irgendwie so abklebe. Also ich mache da einfach um mein Ohr Frischhaltefolie rum. Klebt das so ab mit so einem Klebeband. Und so gehe ich dann duschen, damit auch kein Shampoo an mein Helix kommt und spüle das Shampoo dann auch so aus, also von hier nach hier. Dann, was ein bisschen scheiße ist,
ist, dass man nicht auf der Seite schlafen kann, weil, nein, mach das lieber nicht. Ich glaube, ich habe einmal auf der Seite geschlafen, dann bin ich hier mit einem blutigen Ohr aufgewacht. Das war nicht so cool. Auf jeden Fall schlaft auf der anderen Seite dann. Und falls ihr an beiden Seiten eine Helix habt, dann habt ihr verkackt. Aber falls ihr dann wirklich auf dieser Seite schlafen wollt, dann könnt ihr euren Arm so knicken und dann halt auf eurem Arm schlafen, sodass euer Ohr im Loch sozusagen ist. Oder mir hat noch jemand den Tipp gegeben, so ein Nackenkissen nehmen und einfach auf dem Nackenkissen schlafen. Das hilft dann auch. Und was, glaube ich, auch relativ wichtig ist, dass ihr das Piercing so lang wie möglich drin lasst. Einfach, damit es optimal verheilen kann und damit dieses Loch dann nicht zu... damit das nicht wieder aufgeht oder irgendwie irritiert wird. Und ja, einfach so lange wie möglich drin lassen. Ich glaube, das ist so das Beste, was man machen kann. Und dann muss man das Ganze auch noch morgens und abends reinigen. Und wie ich das mache, erzähle ich euch jetzt mal ganz kurz. Und zwar nehme ich mir einfach ein Wattestäbchen, feuchte das komplett von beiden Seiten mit Wasser an und gehe dann einfach um das Piercing herum und entferne die Blutkruste, die sich möglicherweise gebildet hat. Oder auch generell, wenn da nichts ist, trotzdem einmal rumgehen und das ein bisschen reinigen. Und wenn die Kruste nicht direkt weggeht, dann könnt ihr das mit dem Wasser ein bisschen aufweichen und dann eine Minute später nochmal mit der anderen Seite irgendwie rübergehen und die Kruste entfernen. Kruste ist so ein ekelhaftes Wort. Wenn ihr die Wunde dann gereinigt habt, könnt ihr mit so einem Spray, das ist so ein antiseptisches Spray, das einfach so drüber sprühen. Und ich mache das zwischendrin auch nochmal so gefühlte 10 Mal, weil ich denke, sicher kann ja nicht schaden. Und das hier ist jetzt vom Frontolint. Das kann ich euch nochmal in die Infobox setzen, falls ihr daran interessiert seid. Mir hat die Frau übrigens noch gesagt, dass es 8 bis 9 Wochen abheilen muss. Aber ich glaube, bei jedem ist es vielleicht auch so ein bisschen unterschiedlich. Falls ihr noch irgendwelche Tipps zu Tattoos und Piercings habt, dann ballert es mal unten rein. Ich glaube, andere würden sich das auch sehr gerne durchlesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Und ich werde euch auf jeden Fall nochmal in einem der kommenden Vlogs updaten, wie das mit dem Abheilprozess und so aussieht. Falls euch das natürlich interessiert, schreibt es in die Kommentare und so. Bis dann, ciao!